Insanity, meine Besten, hier ist, wo ich wieder mag. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Super Mario Land. In der letzten Folge haben wir die ersten beiden Welten abgeschlossen. Ja, und dies wird höchstwahrscheinlich die letzte Folge werden. Also legen wir los mit Welt 3.1. Wir sind auf den Osterinseln, also nicht so ganz, aber so halb irgendwie, also in was Osterinsel-ähnlichem. Und wollen auch erstmal schauen, ob wir nicht irgendwo eine Blume herkriegen. Genau, da ist schon eine. Perfekt, wir haben wieder Superbälle. Seriously, that's what they're called. Dann da. Ich muss gerade übrigens die ganze Zeit an das wundervolle Mario Land with Lyrics denken von Brantlefloss. Wenn ihr es noch nicht kennt, sucht es. Sucht einfach nach Brantlefloss und geht auf seinen Kanal und ihr werdet das Lied finden. Es ist wundervoll. Es ist eine ganz, ganz herrliche A Cappella-Version von Mario Land. Ja. So, hier können wir mal ein bisschen mit den Superbällen rumtricksen. Und zwar können wir hier mit Hilfe der Superbälle ein paar Münzen einsammeln, die wir sonst nicht bekommen würden. Zumindest nicht als großer Mario. Wow, 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 wow. Und wir haben hier auch Kugelwilligartige. Denn die sind willig auf uns und eigentlich sind die auch ganz artig. Deswegen sind das Kugelwilligartige. Und der Typ hat mich überrascht. Fiesling. Ja, wir sehen also auch hier wieder neue Gegnertypen. Herrlich. Wirklich. Also. Ich glaube, also. Ich überlege gerade. Ich glaube, dieses Spiel hat von allen Mario-Spielen mit die größte Variation, was Gegner anbetrifft. Ich glaube, kein anderes Mario-Spiel hat wirklich in jedem neuen Level auch mindestens zwei neue Gegnertypen oder so. Also das ist schon, also in jeder neuen Welt. Das ist schon immens für Mario. Wow, drei Stück von dem. Und so, kriegen wir da was raus? Nee, natürlich nicht. Wir sollten vielleicht mal schauen, ob wir in irgendeine Röhre rein können, um vielleicht irgendwelche Geheimlevel zu finden. Aber nein, leider ist das nicht so. Leider ist dem nicht so. Leider ist das nicht der Fall. Und ich glaube, wir können auf die Kugelwillis nicht draufspringen. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, sie zu erledigen. Wobei, es sind ja keine Kugelwillis. Es sind ja, ne, andere Viecher. Eben keine Viecher aus dem Pilzkönigreich, sondern aus dem Sarasaland. Die Steuerung ist übrigens etwas seltsam. Man muss sich daran gewöhnen, dann ist sie eigentlich völlig in Ordnung. Aber, naja, wenn man andere Mario-Spiele gewohnt ist und andere Mario-Steuerungen, dann ist diese hier nicht wirklich so ganz Pick-up-and-Play. Da muss man sich wirklich kurz dran gewöhnen. Obwohl sie an sich ist sie eigentlich ziemlich gut und ziemlich einfach und simpel. Und gut zu erlernen. So, hier gehen wir nochmal auf diesen Felsen drauf und hoffen, dass wir hier rüberkommen. Und ja, da sind wir schon mal ruf. Und hier rüber und wir sind zum Glück oben angekommen. Ja, ich würde mir ganz gerne jetzt die Blume holen. Ja, was kann ich zu Mario Land sonst noch sagen? Ich habe es relativ spät bekommen. Ich habe das sicherlich über ich überlege, also irgendwann in der Grundschule habe ich es erst bekommen und ich bin 91 geboren. Also ich habe es weit nach Release bekommen. Aber ich fand's geil. Ich fand's wirklich, wirklich geil, als ich es damals gespielt habe. Und ich meine, ich kannte Mario Land 2 und Wario Land schon. Also insofern, ganz von den Socken gehauen hat es mich nicht. Aber ich fand es ein cooles Spiel auf jeden Fall. Und habe es immer mal wieder gerne gespielt. So, hier rüber. Und hier, ich weiß gar nicht, ob der Wasserfall uns wirklich beeinflusst in unseren Sprungfähigkeiten. Und Spinnen! Also, ihr seht hier wieder zwei neue Gegnertypen. Du verdammtes Mistvieh! Warum gehst du runter, wenn ich springe? Warum willst du mich fertig machen? Ich habe dir nichts getan. Und ich würde dich eigentlich bitten, mir auch nichts zu tun. Ich meine, gut, jetzt ist es eh... Verdammt, jetzt habe ich... Ich habe auf Springen gedrückt, aber leider so ein bisschen zu spät. Also manchmal, finde ich, reagiert das Springen etwas seltsam. Da ist so eine leichte Verzögerung bei. Also man muss wirklich, ja, rechtzeitig springen. Wow, ein Glück. Also, ja, in der einfach diese Kontrolle in der Luft, die man hier hat, ist etwas ganz anderes als bei Mario Bros. Bei Mario Bros. Kann man sich ein bisschen langsamer machen und vielleicht maximal gerade nach unten fallen, wenn man die Geschwindigkeit rausnimmt in einem Sprung. In diesem Spiel bleibt man wirklich so, sofort auf der Stelle, wenn man in der Luft nach hinten drückt. Ja, also man hört sofort auf, sich auch nur das kleinste bisschen nach vorne zu bewegen. Und wenn man dann weiter nach hinten drückt, dann kann man auch wieder zurückspringen. Ist nicht ganz so logisch wie in Mario Bros., aber verfickte Hacke, verzeiht mir meine Wortwahl, verdammte Hacke meine ich natürlich. Es ist ein gottverdammtes Mario-Spiel. Mit Logik muss man dem hier nicht kommen. Ich meine, seht euch an, gegen was wir hier ins Feld laufen.
Ich denke mal, da müssen wir mit Realismus und Logik gar nicht erst großartig kommen. Aber ja, Physik. Und das hier ist eine der am schwersten zu erreichenden Türen. Eigentlich kann ich das ganz gut inzwischen, aber naja, jetzt rede ich gerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man redet, also in diesem Spiel ist es wirklich so, wenn man redet, dann wird man schlechter. So, und wir sind in Welt 3-3. Und ich möchte ganz gerne etwas probieren, was ich bisher nur selten geschafft habe, beziehungsweise erst als ich angefangen habe, die Probeaufnahmen für dieses Let's Play zu machen, habe ich es geschafft. Und zwar, verdammt, da sind wir leider nicht reingekommen, möchte ich versuchen, den Endgegner dieser Welt mit Superbällen zu besiegen. Herzen sind übrigens One-Ups, kann ich jetzt gerade mal dazu sagen. Es sind also keine One-Up-Pilze in diesem Spiel zu finden. Wird mit Mario Land 2 alles anders, aber naja. Und hier geht's lang und doch, wir haben noch die Chance, den Endgegner mit Superbällen zu besiegen. Eine der schwersten Plattformpassagen übrigens hier, ich glaube die schwerste sogar. So, jetzt muss man vorsichtig voran. So, den haben wir schon mal erledigt und wow, den haben wir auch noch irgendwie erledigt bekommen. So, hier ist jetzt dieser blöde Stein, den wir irgendwie umgehen müssen. So, und eine Blume. Ja, sehr gut. Wären wir jetzt an dieser Stelle eben getroffen worden und hätten dann die Blume eingesammelt, dann wäre es wie im originalen Mario Bros. Wir würden nur zum normalen Super Mario werden und nicht zum Superball Mario. Manche Gegner halten übrigens auch mehrere Superbälle aus. Das wollte ich schon in der letzten Folge irgendwann sagen, wurde dann aber aus irgendeinem Grund unterbrochen. Und hier haben wir den Endgegner dieser Welt. Und ja, wir müssen also immer auf die Steine springen und ihm dann einen Superball entgegenwerfen, schleudern, was weiß ich. Habe ich als Kind, wie gesagt, nie geschafft. Ich musste immer irgendwie über die Steine dann zu ihm, also zu dem Schalter hinter ihm springen, um ihn zu erledigen. So. Ah, cool, wir haben es geschafft. Ein Glück. Der Let's Play-Fluch hat sich nicht eingeschaltet und ich konnte euch zeigen, was ich euch zeigen wollte. Danke dafür, lieber Let's Play-Fluch. So, ich werde nochmal kurz einen kleinen Schluck nebenher trinken. Ja. Verzeihung, wenn man da gerade irgendwas gehört hat. So, und wir haben die letzte Fake-Prinzessin befreit, wenn man das so sagen kann. Und ja, hier, warum stürzt sich diese Spinne nicht auf Mario und saugt ihm die Innereien aus? Verdammt, ich meine, ne, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir haben 17 Leben, wie es ausschaut. Und sind damit also top ausgerüstet, so gut wie es irgend möglich ist. Für die letzte Welt. Ich glaube, der ist irgendwas mit Chin, Chian, Chum, Chen. Ich weiß es gerade echt nicht. Und das wäre gerade fast schon rassistisch, was ich hier sage, wenn ich versuche, mir jetzt den Namen dieser Welt auszudenken. So, diese kleinen Chinesen hier. Und tut mir leid, also es sind irgendwelche Zombie-Viecher. Und wenn wir da drauf springen, dann stehen die immer wieder auf. Ich versuche das gleich mal zu demonstrieren. Zum Beispiel bei dem hier. So, der ist jetzt nicht tot. Der schlägt gleich wieder auf. Genau da. Und ja, deswegen wollen wir, wenn überhaupt, diese kleinen Chinesen mithilfe unserer Superbälle erledigen. Oh, fuck you. Mann, ihr seid alle blöd und kacke seid ihr alle. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen. Jetzt wisst ihr, was ich von diesen kleinen Chinesen hier halte. Also nicht von Chinesen generell, auch nicht von kleinen Leuten generell. Oder nicht von kleinen Chinesen generell, aber von diesen kleinen Chinesen hier halte ich das generell. Ich finde die ganz blöd und ganz muppelig, finde ich die. So, und hier haben wir leider keinen Pilz, sondern nur ganz, ganz blöde Dingens. Genau, diese Kugel-Willi-Kanonen, die hören übrigens auch nicht auf zu spawnen, wenn wir uns direkt neben die Röhre stellen. Ja, die Piranha-Pflanzen, die ja keine sind, aber die so aussehen wie welche, die hören auf zu spawnen, wenn wir uns auf ihre Röhre draufstellen. Also ihnen nah genug sind, aber wie gesagt, die Kugelwilli-Dinger nicht. Also es sind keine Kugelwillis, aber ja, verdammte Hacke. Mann, das... Was? Was war das? Verdammt, ich hasse diese blöden Dinger. Hier sieht man jetzt gerade ganz gut, wenn man respawned wird, dann... was wollte ich sagen? Genau, dann respawnen die Gegner nicht mit. Ja, da hat man also sozusagen so ein bisschen... Ah. Okay, was gerade der Fall ist, ich komme auf eins dieser herunterfallenden Blöckchen da. Und während ich dann da drauf bin, laufe ich nach vorne und bin gerade so gerade wenn ich springen will, bin ich in der Luft für das Spiel, was unglaublich bescheuert ist. Und
Um Gottes Willen, wie haben wir das nur überlebt? Ah, verdammt, wir hätten eine Blume kriegen können. Aber egal, wir holen uns hier erstmal die Münzen, um vielleicht irgendwann mal wieder ein extra Leben zu kriegen. Wäre ja ganz nett an sich. Und einmal geduckt, zack. Genau, ducken kann man sich übrigens auch. Oh, verdammt, ja, da kam ich jetzt gerade nicht so wirklich weg. Und was sind denn das hier wieder für chinesische Attentate? Um Gottes Willen. So, und einmal hier rüber gelaufen. Also wenn man so eine Reihe von Blöcken hat mit nur einem Platz dazwischen, dann kann man da auch rüberlaufen mit Mario. Das ist durchaus möglich. Und jetzt versuchen wir doch nochmal, genau, eine Blume zu bekommen. Supi. So, wir sind also im zweiten Level von Tlin Tlan Tlun und hoffen... Nee, das ist ja echt fast schon rassistisch, was ich da sage. Es tut mir leid. Also für jeden, der irgendwie aus so einer... Ja. Für jeden, der aus China kommt, tut mir leid. Es ist nicht böse gemeint. Mir fällt gerade nur kein besserer Kommentar ein. Und dann versuche ich zwanghaft witzig zu sein, was in diesem Fall nicht wirklich funktioniert. Oh! Na, du stirbst. Die Gegner hatten wir vorher schon mal so ähnlich, aber jetzt halt mit einem neuen Sprite, was ich ziemlich cool finde. So, hier kommt man diesmal nur hoch, wenn man der große Mario ist. Hier lohnt es sich also durchaus, groß zu sein. Nein! Ich will da hoch! Ja, es geht zum Glück. Ich wäre jetzt ungern da unten lang gegangen. So, wir haben ein extra Leben bekommen für herausragende Leistungen. Diese Blume da erledigen wir mit zwei Feuer... Nee, nicht mit zwei Feuerbällen, aber mit zwei Superbällen. So, und wir nähern uns dem Ende dieses Levels. Eigentlich schon. Geht ziemlich flott, hä? Und zwar müssen wir hier rüber und dann da hoch. Und ja gut, ich meine, es ist ziemlich dumm in einem Mario... Also, was heißt dumm, aber ziemlich unnütz in einem Mario-Spiel aus dem... Ein Glück, ein Stern, aus den 80er Jahren eine Richtungsangabe geben zu wollen. Denn naja, gut, ich meine, in Mario Land 2... Mario Bros. 2 vielleicht... in Mario Land 2 vielleicht zum Teil auch noch... Oh, das war ein fies platzierter Block. Aber in Mario Land 1, ich meine, wir müssen nach rechts laufen, also so schwer ist es... Oh, verdammtes Dingen! Das war so nicht geplant gewesen, aber gut. Und hoffentlich können wir den noch erledigen, ohne zu sterben. Ein Glück, danke schön. Na, komm, geh weg, geh weg! Ah, Mann, und hier muss man auf dieses blöde Dingen warten. Und zwar jedes Mal, ich hasse es. Die Stelle ist blöd designt. So, und wir hoffen jetzt natürlich, dass wir noch ein Power-Up oder ein paar schöne Extra-Leben kriegen. Also eins davon werden wir auf jeden Fall kriegen. Ein Extra-Leben Minimum. Und ja, damit haben wir Welt 4-2 abgeschlossen und uns bleibt nur noch ein letztes Level übrig. Und ich hoffe mal auf die Blume. Jo, perfekt, wir kriegen die Blume, sind damit groß und stark geworden. Und sind jetzt im Skypop. Und zwar, ja, in Marios Privatflugzeug. Tja, so ist das. Und wir haben ja also neue Gegnertypen. Und zwar Vögel. Und, ja, die Vögel, die wollen uns einfach nur rammen. Mehr können die nicht. Es gibt auch noch weitere Gegnertypen, die hoffentlich gleich mal kommen. Ja, genau, nämlich diese Flugzeuge. Und ja, an sich ist das Level hier wie das Unterwasser-Level vorher. Also das mit dem U-Boot gibt an sich keinen Unterschied. Bis auf die Gegnertypen, die hier ein bisschen... Verdammt, die ein bisschen aggressiver sind und, ja, auf die man also einfach ein wenig mehr aufpassen muss, damit man nicht von denen fertig gemacht wird. Diese Gegner hier, oh, verdammt, Hacke, jetzt wollte ich das extra Leben holen und wahrscheinlich kostet uns das gleich ein Leben. Diese blinkenden Gegner hier, die können erledigt werden, dafür braucht man aber einige Schüsse und muss eigentlich schon anfangen, die zu beballern, wenn sie gerade so ganz... Ja, ganz am Rand erscheinen und oh mein Gott, wir sind tatsächlich gestorben in diesem Level. Das ist mir ewig nicht mehr passiert, ich glaube es ja nicht. Aber ja, eigentlich ist das relativ egal. Das Spiel hat übrigens auch Rücksetzpunkte. Ihr merkt also, wir sind gerade nicht mehr... Oh verdammt, da war ein Stern drin. Wir sind also gerade nicht mehr in... ja, ganz am Anfang des Levels, sondern schon so etwa in der Mitte. Ich glaube, die Level haben sogar mehrere jetzt kann ich gar nicht mehr reden. Mehrere Rücksetzpunkte, so. Ich meine, jedes Level hat zwei. Bin mir nicht ganz sicher. Und ich meine, für die Kürze der Level und des Spiels ist das schon sehr, sehr nett. Muss man doch ganz ehrlich sagen. Man hat aber auch keine Continue-Funktion in diesem Spiel. Also, wenn man einmal alle Leben verloren hat, dann ist es aus. Insofern ist das eigentlich schon auch ganz gut, dass man wenigstens vernünftige Rücksetzpunkte bekommt. Damit man die schwersten Sachen zum Teil nicht nochmal machen muss. So, wir sind jetzt ganz, ganz kurz vom Endgegner. Und hier, diese Stacheln da. Was sollen die bewirken? Man kann da nicht hin. Es gibt keine Möglichkeit, dass einen diese Stacheln irgendwie verletzen könnten.
So, ihr wollt, wenn, dann hier oben lang, wenn ihr noch keinen Pilz habt, denn naja. Da kriegt ihr halt einen Pilz und das ist gut. Dann noch einmal an diesen Fäusten aus dem Rohr vorbei. Und wir sind beim Endgegner dieser Welt, der Wolke mit den Vögeln. Verdammt, wir wurden getroffen. Das war so eigentlich nicht geplant jetzt. Ja, ballert einfach durchgehend auf dieses Dingen drauf. Wäre so mein Vorschlag für euch. Und ja, macht's wie bei dem Seepferdchen, nur ein bisschen ausdauernder. So, den haben wir besiegt und jetzt kommt der große, mächtige Endgegner. Tatanga, das Alien aus der Gruft oder aus dem Weltall eigentlich eher. Vielleicht aus einer Weltallgruft. Und Tatanga ist ziemlich einfach. Das Angriffsmuster muss ich, glaube ich, gar nicht groß erklären, denn es dauert länger, als ihn zu besiegen. Ballert einfach die ganze Zeit auf ihn drauf, weicht seinen Geschossen aus. Ihr könnt die kleinen Kugeln auch kaputt schießen, wenn ihr wollt. Das war jetzt gerade nicht nötig. Und damit haben wir Tatanga besiegt. Alles zerfällt und... Nein, nicht wahr. Oh, und Mario ist groß geworden, wie nett. Oh, Daisy, Daisy. Thank you, Mario. Und ja, das ist jetzt also die echte Daisy und ja, leider keine Spinne, die Mario die in den Reihen aussaugt, aber naja. Und unsere Aufgabe, nee, unser Abenteuer ist vorbei. Und was macht sie da mit ihrer Hand? Daisy, Daisy, also ich kann mir gerade gut vorstellen, was jetzt in diesem Raumschiff abgeht, in dem die beiden entschwinden. Denn Mario kann scheinbar, ja, Raumschiffe fliegen, die aus fremder Alien-Technologie entstanden sind. Juhu! Und ja, damit sind wir bei einem wundervollen Credit-Theme und ja, sind bei den Credits angekommen, die damals noch relativ kurz waren. Wir werden uns hier also nicht lange aufhalten. Aber ja, meine Besten, das war Mario Land. Ein sehr kurzes Spiel, ist sicherlich bei weitem nicht das beste Mario. Aber was es ist, ist es halt. Und was es macht, das macht es gut. Und ja, es hat durchaus so ein paar Punkte, da könnten sich auch teilweise, na, da hätten sich damals vielleicht noch ein, zwei Marios was schon abgucken können. Und ja, ein Spiel, das nicht von Miyamoto gemacht wurde aus dem Mario-Universum, also, ne, einfach eine ganz andere Herangehensweise auch an das Konzept Mario. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Spiel besitze und es macht ab und an auf jeden Fall auch mal wieder Spaß und wie ihr merkt, es ist ein sehr kurzes Spiel, man kann es also sehr schnell durchspielen. Hat einen tollen Soundtrack eigentlich und ja, als eines der ersten Gameboy-Spiele auch, ja, also dafür echt gar nicht mal so schlechte Grafik, ja, und die Story ist natürlich nichts Besonderes und an sich nur ein Abklatsch von der originalen Mario Bros. Story, aber wen interessiert's ganz ehrlich? Ja, und damit sind wir am Ende des Spiels angekommen. Da steht's nochmal, The End, meine Besten. Ich bin Marc. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare, wie ihr das Spiel findet, wie ihr das Projekt fandet und so weiter und so fort. Ihr wisst es. Schreibt mir, was ihr worüber auch immer denkt. Hinterlasst mir gerne ein Abo, wenn ihr das Projekt mochtet. Und ansonsten auch gerne Daumen hoch und Daumen runter und den ganzen Bums. In dem Sinne, meine Besten, ich bin Marc. Ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ciao.